Inverted Classroom ist aufwendig, insbesondere wenn man ihn zum ersten Mal macht. Ich würde sagen, es liegt aber nicht unbedingt am Inverted Classroom. Das liegt auch daran, dass man, wenn man Inverted Classroom einsetzt, vermutlich daran interessiert ist, die Lehrqualität zu erhöhen. Und immer dann, wenn man an guter Lehre interessiert ist und an hochqualitativer Lehre, bedeutet das Aufwand für den Lehrenden. Das geht gar nicht anders. Ja. Das heißt, wenn man den Aufwand treiben möchte und gute Lehre machen möchte und sagt, oh, ich habe aber auch noch so viele andere Sachen zu tun und so weiter, ist es auch eine Frage der Prioritätensetzung. Also wo setze ich meine Prioritäten? So, das heißt, Inverted Classroom ist aufwendig. Es gibt ein paar Strategien, wie man den Aufwand reduzieren kann, indem man eben es nicht für alle Lehrveranstaltungen macht und auch schon Materialien verwendet, die schon da sind beispielsweise. Und natürlich ist es so, dass je häufiger man in Inverted Classroom eingesetzt hat, wie bei allen Methoden, umso wendiger ist man auch darin und umso weniger Vorbereitungszeit braucht man auch dafür. Und ich habe zum Beispiel jetzt eine Lehrveranstaltung über 5, 6 Jahre gehalten. Am Ende war es so, ich hatte genau 0 Minuten Aufwand für diese Lehrveranstaltung, weil alles schon vorbereitet war, die ganzen Vorbereitungsmaterialien und auch für die Präsenzveranstaltung, die ganzen Strukturen waren vorbereitet und ich kannte alle Fragen, die kommen, ich kannte alle Antworten und so weiter. Das heißt also, Inverted Classroom lohnt sich auch dann, insbesondere natürlich, wenn ich weiß, dass ich diese Lehrveranstaltung nicht nur in einem einzigen Semester halten werde, sondern wenn ich die auch in mehreren Semestern die Materialien reusen kann und so weiter. Das heißt, auch in Situationen, in denen vielleicht die Materialien sich nicht von Semester zu Semester ändern und die Inhalte. Das heißt, auch in Veranstaltungen, in denen ich darauf bauen kann, dass das, was ich jetzt hier produziert habe, sehr wahrscheinlich auch im nächsten Semester noch der aktuelle Stand der Forschung ist.